Ja, vielleicht noch ganz kurz noch zu meiner Person. Also ich bin nicht mehr Direktor des Heidelberg Center for the Environment, aber ich war das 5 Jahre lang. Also es ist ein interdisziplinärer Verbund der Umweltwissenschaften in Heidelberg. Ich bin weiterhin Professor am Institut für Umweltphysik. Ich mache eigentlich sehr viel Wasserforschung, Isotopenmethoden, um zum Beispiel Wasser zu datieren und zum Teil dann auch daran oder am Eis, was wir auch datieren können, dann auch Klima zu rekonstruieren. Das ist ein Teil, aber es geht auch um dynamische Prozesse in der Umwelt, beispielsweise Ozeanzirkulation, was wiederum natürlich im Klimasystem sehr wichtig ist. Also Umweltforschung ohne Bezug zu Klimasystem und Klimawandel, das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Also, das ist schon so ein Punkt, den man gerne hier mal sagen darf. Klimawandel ist einfach für die Erd- und Umweltforschung heute einfach ein Thema, was nicht mehr wegzudenken ist, was durch vieles durchgeht. Ja, und ich bin natürlich auch schon lange in dem Thema drin und es ist mir deshalb auch ein Anliegen, gerade jetzt, wo das Thema endlich auch mal wieder nach oben kommt in der öffentlichen Aufmerksamkeit, ja, da halt versuchen zu informieren und so ein bisschen vielleicht eine Orientierung zu geben. Das ist eigentlich so meine Idee heute. Es wird nicht ganz einfach sein, weil ich habe eigentlich viel zu erzählen und ich muss gucken, dass ich zeitlich nicht allzu arg drüber rausgehe. Also ich will eben einen Leitfaden geben und deshalb auch gleich schon am Anfang die Literatur hinweise, damit Sie sich dann natürlich auch noch weiter informieren können. Es gibt so viele Informationen darüber. Es gibt auch viel Desinformation, aber es gibt eben auch sehr viele gute Informationen. Da können Sie sich ewig weiter bilden. Aber ich greife hier ein Buch raus, ist auch auf der Liste drauf, von Stefan Ransdorf und Hans-Jürgen Schellenhuber. Das sind sicherlich zwei der prominentesten Klimaforscher in Deutschland. Die haben ein sehr schönes Büchlein, mittlerweile in der 9. Auflage. Und das eigentlich so ein bisschen mein Outline ist ähnlich wie das von diesem Buch. Ist ein wirklich kleines Buch, kann man schnell lesen und ist sehr selten. Also was will ich machen? Zunächst mal, erster Teil eigentlich so die physikalischen Grundlagen, das wird auch der größere Teil sein. Das ist natürlich auch der Teil, in dem ich eigene Expertise habe oder andere Kollegen in unserem Institut direkte Expertise haben. Also das Klima, wie wandelt es sich, was sind die Klimavorhersagen auch, weshalb ist es so, Treibhauseffekt, Treibhausgase, Kohlenstoffkreislauf, wie können wir die Treibhausgase verstehen. Ein bisschen auch eben Klima der Vergangenheit und was ist heute los, was können wir erwarten für die Zukunft, das sind auch die Risiken, denen wir entgegenschauen. Und dann in einem zweiten Teil gehe ich dann etwas mehr in die politische Seite, das ist natürlich jetzt nicht mehr meine Fachexpertise, will ich gleich hier sagen, also da ist dann auch alles offen für die Diskussion sozusagen. Aber es ist natürlich, man kann nicht Klimaforschung und Umweltforschung machen, ohne sich dieser politischen Dimension auch bewusst zu sein. Und da will ich auch ein bisschen informieren, was sind eigentlich so die Entwicklungen in der politischen Ebene und so ein paar Überlegungen dazu, auch zu Gerechtigkeitsfragen, wer hat denn das Ganze verursacht, was wäre denn auch zu tun. Das sind nochmal die Lösungswege, aber ein bisschen auch vielleicht ein paar Ideen dazu, weshalb diese Lösungen nicht so leicht umgesetzt werden. Oder Kräfte sozusagen, die dem entgegenwirken. Ganz zum Schluss auch noch, ja, was können wir, was können Sie, was kann jeder Einzelne tun. So, das ist eigentlich so der klassische Aufbau. Also von der Problemstellung schließlich dann hoffentlich auch zu einigen Lösungsansätzen zumindest. Okay, Klimawandel, Vorhersagen. Zunächst Wetter und Klima. Wetter ist eigentlich das Tagesgeschehen in der Atmosphäre. Wo regnet es, wann scheint die Sonne. Das können wir auch vorhersagen mit Modellen des Klimasystems, der Atmosphäre insbesondere, die von einem gewissen Anfangspunkt aus rechnen in die Zukunft, einige Tage mittlerweile sehr gut berechnen können. Diese Modelle im Übrigen beinhalten genau dieselbe Physik, sind eigentlich dieselben Modelle, die auch Klimavorhersagen machen, nur wenn sie anders betrieben, eben quasi vom Jetzt-Zustand in die Zukunft. Und das geht aber nur eine gewisse Zeit, weil das System so chaotisch ist. Und da zum Wettergeschehen gehören natürlich auch die Extremereignisse, Überschwemmungen, Dürren etc. Und da ist dann immer die Frage, ja, hat das jetzt was mit dem Klimawandel zu tun?
Das kann eigentlich nur statistisch beantwortet werden, weil Klima ein statistisches Phänomen ist. Klima ist eigentlich sind Mittelwerte des Wetters, also der Temperaturen, Niederschläge und so weiter, über längere Zeitraum, typische Zeitperiode, die verwendet wird, um klimatische Mittelungen zu machen, sind 30 Jahre. Und in dem Sinne können wir dann statistisch etwas sagen, wenn das Klima sich verändert, zum Beispiel wenn es eben wärmer wird, dann werden natürlich auch zum Beispiel Hitzeereignisse, wie wir es in diesem Sommer hatten, natürlich auch wahrscheinlicher. Da ist dann, so ist dann auf der Ebene eigentlich der Zusammenhang zu machen. Okay, also hier Beispiel, Klimadiagramm von Mannheim, da kann man dann eben sehen, wie sich die Temperatur übers Jahr entwickelt, die Temperaturskala hier, wie der Niederschlag läuft, daraus würde man sehen, das ist gemäßigt feuchtes Klima hier. So kann man natürlich ganz unterschiedliche Klimazonen dann eben auch unterscheiden. Und das Aussehen in diesen Diagrammen, die klassischen Klimazonen auf der Erde im Wesentlichen, ist das eben eine tropische, feuchte Zone, heiß-feucht und dann ein subtropisches, heiß-trockenes Klima. Dann das warm gemäßigte Klima, zu dem auch Europa gehört. Und dann das eher, also hauptsächlich in den nördlichen hohen Breiten vorhandene boreale Klima, dunklen auch noch und dann letzten Endes die Eis. Wüsten sozusagen auf Grönland und Antarktis. Das sind so ganz grob die Klimazonen. Nicht so klassisch, hätte man gedacht, ne, das, so ist das, so ist die Welt und so bleibt es auch. Heutzutage sieht es ein bisschen anders aus. Und da nehme ich jetzt ein Beispiel raus, das sind Schweizer Jahresmitteltemperaturen. Einmal deshalb, weil ich selber Schweizer bin, das hören Sie wahrscheinlich schon. Aber auch, weil ich meine Schweizer Kollegen das einfach schön aufgereiht haben. Also das sind die Temperaturen, die Jahresmitteltemperaturen für die ganze Schweiz. Das sind jetzt die Jahre so 1880 bis 1920. Das streut hier so um 4 Grad rum. Ne? Mal ein bisschen kälter, mal ein bisschen wärmer. Und dann wird es da so langsam gibt's ein paar wärmere Temperaturen. Aber noch nichts Besonderes, würde man denken. 70er Jahre eigentlich gar nicht so warm, 80er Jahre, jetzt haben wir wieder, und jetzt geht's los. 90er haben wir plötzlich Temperaturen da oben bei 6 Grad, in den 2000er geht es noch höher und 2018 ist dann auch eines der wärmsten oder überhaupt das wärmste Jahr. Die Animation kann man nicht abstellen, die läuft jetzt einfach durch. Also gut, also ich will nur zeigen, irgendwie, da tut sich was, ne? Da hat sich was verändert. Und ein bisschen vielleicht besser wahrnehmen kann man es noch in dieser Grafik. Das sind jetzt nicht die Jahresmitteltemperaturen diesmal, sondern nur die Sommermitteltemperaturen, deshalb höher. Natürlich im Sommer ist es im Mittel wärmer, auch in der Schweiz. Ne? Das sind die Jahre 1864 bis 1990, also 130 Jahre. Die Schweiz eignet sich hier auch, weil es dort lange Zeit also Temperaturdaten reingibt. Das sind also gemessene Temperaturen natürlich an Stationen in verschiedenen Schweizer Städten. Es gibt natürlich auch Potsdam beispielsweise, hat auch so eine lange Zeit. Aber es gibt nicht so viele Orte. Okay, also das ist 130 Jahre normal verteilt. Also manchmal ist der kälteste Sommer mal im Mittel unter 13 Grad und der wärmste Sommer war 17 Grad. Das meiste ist so um die 14 Grad. Das ist sozusagen hier die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das meiste liegt hier. Das ist sozusagen das Klima des 20. Jahrhunderts, was die älteren Semester hier, es gibt ja doch einige, auch so erlebt haben. Hier in Süddeutschland ist jetzt nicht viel anders. Das ist auch sozusagen das Klima, in dem ich aufgewachsen bin. Ja, jetzt haben wir aber auch ein paar jüngere Leute hier, was mich freut. Ja. Da gibt es eben welche, die sind nach 1990 geboren und die haben das Klima der letzten 30 Jahre erlebt und das sind sowas. Also die letzten 30 Jahre waren allesamt wärmer als das Mittel der 130 Jahre davor. Das kälteste Sommer, muss man sagen. 96 war gerade über dem Mittelwert der vorherigen Verteilung. Die wärmsten Sommer, da können wir uns auch daran erinnern, 2003 die älteren auf jeden Fall, 2018 können sich alle noch erinnern, das waren eben die wärmsten Sommer, die wir je gesehen haben. Und die wären eigentlich bei dem früheren Klima einfach fast nicht vorstellbar. Also es ändert sich was, die Mittelwerte verschieben sich, die Verteilung verschiebt sich und
das ist natürlich jetzt das Thema Klimawandel. Jetzt kann man sagen, ja, wenn das in der Schweiz ist, das ist auch irgendwie eine zufällige Schwankung. Es ist aber nicht nur in der Schweiz, es ist natürlich auch in Deutschland beispielsweise so. Auch das sind jetzt auch die Sommer, April bis August in Deutschland, auch da haben wir einen Anstieg, der ungefähr über die gut 100 Jahre hier auch 1,5 Grad oder so beträgt. Und 2018 war auch hier der wärmste Sommer. Und 2018 war nicht nur der wärmste, hier Temperaturerweichung aus 2018, hier ist die Niederschlagserweichung, -40%. 2018 ist mit Abstand, das sind die anderen, wärmsten und trockensten Sommer, die es bisher gab. Und 2018 ist auch da ein klarer Ausreißer bisher, aber es liegt eben daran, dass wir uns auch in die Richtung bewegen. Gut, ich kann immer noch sagen, ja, das ist jetzt einfach Mitteleuropa, das ist nicht relevant, natürlich global, das ist völlig richtig. Aber das Entscheidende eigentlich beim Thema Klimawandel, wie wir ihn heute beobachten, ist eben, dass das auch ein globales Phänomen ist. Wir sehen das überall. Ja. Und wenn man globale Mitteltemperaturen bildet, das ist natürlich eine Sache für sich, wie man das macht. Es gibt verschiedene Institute, wie zum Beispiel NOAA, große amerikanische Institutionen, Forschungsinstitutionen, die das eben macht. Dann kommt so ein Bild dabei raus, wo man eben auch sieht, von 1880 bis heute sind die Temperaturen angestiegen. Null hier ist einfach eine Referenz. Das ist hier über das ganze 20. Jahrhundert gemittelt. Das ist also der Mittelwert des 20. Jahrhunderts. Da war es mal ein bisschen kühler, ein bisschen wärmer. Aber dann sieht man so ab 1970 ungefähr, ist doch ein eindeutiger Erwärmungstrend. In Zeit sind wir eigentlich immer über dem Mittel. Und das sind hier Celsius. Also wir sind heute so bei 0,8 oder so Grad über dem Mittelwert des 20. Jahrhunderts. Und am Ende des 19. Jahrhunderts, also quasi vorindustriell, eigentlich wirklich, da waren wir vielleicht 0,2 Grad oder so drunter. Und wenn man da die Differenz nimmt, dann ist das eben eine Erwärmung von einem Grad global, die wir heute haben. Vielleicht eigentlich bereits 1,1 und so, aber gut. Und die klare Erwärmungstrend, zumindest über die letzten 40, 50 Jahre, deutlich zu sehen, und er beträgt ungefähr 0,2 Grad pro Dekade. Mittlerweile wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Also es gibt so etwas wie eine globale Erwärmung, und die kann man auch noch anders darstellen. Das sind diese Warming Stripes, die eben auch in unserem Logo der Scientists for Future vorkommen. Da ist jetzt einfach die Temperatur farbkodiert, also die kalten Jahre hier am Anfang sind so blau, ne? Und dann wird es immer wärmer und man sieht halt, ganz am Schluss haben wir dann nur noch rote Farben. Also es gibt eben diesen Wandel von kühlen zu wärmeren Jahren, und zwar im globalen. Also das muss jetzt irgendwie erklärt werden. Das ist, kann ja nicht einfach nur ein Zufall sein. Gut, zunächst nochmal eine andere Darstellung, nämlich eine Animation, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Schön, das habe ich jetzt nachgeklickt, genau. Also wir fangen wieder Ende 19. Jahrhundert an. Unsere Referenz ist hier 1950 bis 1980. Ja, da ist also so, gelb ist über dem Durchschnitt, gelb und rot, blau ist unter dem Durchschnitt. Das schwankt so ein bisschen hin und her. Und jetzt kommen wir in die 70er Jahre und jetzt wird es gelb. Und in den 80er Jahren wird es immer gelber und röter, zumindest in den hohen Breiten. Und das sind immer mittlerweile über 5 Jahre, das sind das 5 Jahre hier in diesem Jahrzehnt. Und wir sehen eigentlich fast überall deutliche Erwärmung, insbesondere in den hohen Breiten. Das ist auch, was man erwarten würde. Auf die Physik dahinter komme ich noch. Also nicht direkt zu diesem Effekt, aber die eben auch die Erwartungen der Erwärmung auch begründet. Man sieht einen anderen wichtigen Effekt über den Landmassen, über den Kontinenten ist generell die Erwärmung höher als über den Ozeanen. Ja, also Ozeane sind hier eher gelb, manchmal sogar blau. Über den Kontinenten vor allem dann in höheren Breiten ist es eigentlich rot, also was hier schon 2 Grad Erwärmung bedeutet. Ja. Und deshalb, also wir sprechen heute global von 1 Grad Erwärmung gegenüber vorindustriell. Hier in Deutschland ist es sicherlich 1,5 Grad bereits jetzt. Generell über den Kontinenten ist es eben mehr, es ist 1,5, 2 Grad, und in hohen nördlichen Breiten, Kanada, Sibirien und so weiter, kann es auch mal 4 Grad sein oder 3 Grad schon sein. Das ist durchaus schon drin.
Da kann er nicht so über Alaska sein. Und dann haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, ein interessantes Phänomen hier, dieser blaue Punkt im Nordatlantik, ja, also das Oberflächenwasser des Nordatlantiks ist in letzter Zeit doch deutlich kühler geworden, also im Vergleich zu den frühen Mittelmeer, während es hier wärmer wird. Das ist eigentlich, möglicherweise hängt das miteinander zusammen, und darauf werden wir auch nochmal kurz zurückkommen. Da haben wir starke Änderungen in den Ozeantemperaturen, die sonst eher nicht so vorkommen. Ja. Hier im Antarktis ist ein bisschen schwieriger, da haben wir sehr starke Ozeanströmungen. Ob das natürlich auch hier, ob das wirklich signifikant ist und auch wirklich langfristig sich weiterentwickelt, ist noch nicht klar. Okay, aber wir haben diese Erwärmung noch eine andere Möglichkeit, um wirklich zu sehen, dass es wirklich global ist, dass wirklich die Erde insgesamt sich aufwärmt, ist, dass man die Temperaturen in des Ozeans misst, und zwar nicht nur an der Oberfläche, sondern möglichst in der ganzen Masse tief, also der Säule. Gut, das Tiefenwasser reagiert sehr, sehr langsam, weil die Umwälzungszeiten im Ozean Jahrhunderte bis über 1000 Jahre sind. Aber das Oberfläche, also höheren Schichten, so bis zu 2000 Meter Tiefe, die haben doch einen sehr deutlichen Erwärmungstrend, der ist hier dargestellt. Und das ist jetzt nicht als Temperatur ausgedrückt, sondern als Energie. Also wie viel Energie hat der globale Ozean oder die oberen 2000 Meter aufgenommen? Und das ist jetzt hier in der Größenordnung 10 hoch 22 Joule. Ja, das sind 25 mal 10 hoch 22 Joule. Das ist jetzt eine riesige Zahl, die kann man sich nicht vorstellen. Aber man kann ein bisschen damit rumrechnen. Kann man schauen, was ist so der Trend auch wieder wie die letzten, in dem Fall 30 Jahre. 8 mal 10 hoch 21 Joule, das ist eine Energiemenge, pro Jahr aufgenommen. Das ist also, das entspricht einer Leistung, kann man in Watt umrechnen. Und da ergibt sich, dass der Ozean in diese Energiemenge aufgenommen hat und dass das einer Leistungsaufnahme sozusagen durch die Erde entspricht von 2,5 mal 10 hoch 14 Watt. Also das ist ja schon eine Menge. Ja. Das kann man natürlich schwer sich vorstellen, aber was bedeutet das jetzt? Jetzt kann man mal einen Vergleich machen. Wie viel Energie setzt denn die Menschheit um? Ja, wir brauchen ja viel Energie, verbrennen Brennstoffe und so weiter, Kernenergie, was auch immer. Wir erzeugen heute global 19 Terawatt, das ist 0,19 mal 10 hoch 14. Ja, und das ist also doch nur ein Bruchteil von dem. Das sind 250 Terawatt und wir produzieren 19 Terawatt. Das heißt, ganz klar, um das mal ganz klar zu sagen, die Abwärme von dem, was wir hier machen, wenn wir unsere Häuser heizen und Auto fahren und so, die gibt natürlich, wird Energie erzeugt, letzten Endes als Abwärme auch die Umwelt erwärmen. Aber das ist nicht der Grund der globalen Erwärmung, die wir sehen. Ja, das ist zu wenig, das ist mindestens ein Faktor 10 zu wenig. Wenn wir nur das Problem hätten, hätten wir kein Problem. Ja. Okay. Man kann das jetzt auch mal anders berechnen, also was bedeutet das? Das ist ja jetzt irgendwas, was global geschieht, es ist irgendeine Veränderung über die ganze Erdoberfläche, wenn ich einfach diese Wattzahl hier durch die Oberfläche der Erde teile, bekomme ich ungefähr ein halbes Watt pro Quadratmeter, was die Erde aufnimmt. Also auf jeden Quadratmeter wird in jeder Sekunde ein halbes Joule Energie aufgenommen. So muss man sich das vorstellen. Man kann sich vorstellen, dass man halt über eine Fläche von 100 Quadratmetern eine Glühbirne mit 50 Watt Leistung hängen hat, sozusagen. Über jeden 100 Quadratmeter. Ist das ein Hektar? Ne? Okay, also, das ist irgendwie das, was passiert. Irgendwo gibt es ein Energieungleichgewicht. Die Erde nimmt Energie auf und wird wärmer. Ja, das kann man nicht einfach so, das muss man schon irgendwie erklären. Und da ist das Interessante, dass das ja nicht überraschen kann, jetzt, dass wir das jetzt beobachten, sondern dass wir das eigentlich schon vorhergesagt haben. Also es gibt Leute, die haben das vorhergesagt und das ist eigentlich in der Wissenschaft typischerweise der Beweis dafür. Es gibt nie einen wirklichen Beweis, aber es ist ein sehr guter Hinweis, dass eine Theorie doch irgendwo etwas richtig erfasst hat, dass sie eben in der Lage ist, wirklich die Zukunft vorherzusagen. Und das ist eine der ersten wirklichen Klimavorhersagen, noch nicht mit einem echten Klimamodell gerechnet, von Wally Broecker. Das ist wirklich einer der alten Leute in der Klimaforschung.
1975 in Science publiziert, ja, also das ist jetzt doch schon, was ist denn das, schon über 40 Jahre her. Und die schwarze Linie hier ist quasi seine Vorhersage, dass es eben ab 1975 wärmer wird, ungefähr ein Grad wärmer bis zum Jahr 2015 oder so. Ja. Und diese Kurve hier ist die tatsächlich beobachtete Erwärmung, ist ein bisschen weniger, aber im Wesentlichen passt das schon ganz gut. Dann die erste richtige Modellrechnung mit einem etwas komplexeren numerischen Klimamodell wurde dann gemacht von Jim Hansen und anderen Kollegen bei NASA im Prinzip, das Goddard Institute, 1988 publiziert. Da gibt es jetzt verschiedene Szenarien, weil man muss immer wissen, man muss eigentlich Annahmen machen darüber, was treibt denn jetzt diesen Klimawandel an. Schauen Sie sich einfach mal die fette Linie hier an, das wäre also die Vorhersage von hier, also das ist die Vergangenheit. Da war es schon etwas wärmer, Jim Hansen hat damals schon gesagt, es ist heute wärmer als je. Das war damals noch umstritten natürlich, und dann geht es eben hoch, diese Erwärmung, und das ist wiederum die farbigen Linien, hier sind die Rekonstruktionen, und hier liegt es ein bisschen auseinander, aber da 2016 oder so, wo das muss eben wieder einen Sprung nach oben gab in den Beobachtungen, da trifft man dann doch auch die Modellierung wieder. Also der Trend ist korrekt vorhergesagt. Natürlich nicht die Einzelheit, das kann auch nicht sein. Und dann letzten Endes, seit 1990 gibt es eben den IPCC, den Weltklimarat. Nein, eigentlich gibt es ihn seit 1988, aber 1990 kam der erste große Report raus. Mittlerweile sind es 5 solche, der 6. wird in 2 Jahren oder so kommen. Und da ist ja jedes Mal so eine Modellvorhersage drin und auch hier ja, das Modell und die Daten hier, die Daten wackeln halt ein bisschen, aber sind eindeutig in dem Erwartungsbereich des Modells. Also das vorherzusagen ist keine Trivialität und ist eigentlich ein Beweis, dass man etwas von dem System verstanden hat. Also was jetzt? Was ist es jetzt, was wirklich diese Erwärmung erklären kann? Und das ist natürlich in diesen Modellen auch tatsächlich drin. Wenn es nicht drin wäre, würden die Modelle das nicht so vorhersagen. Das ist natürlich der Treibhauseffekt, ist klar und bekannt. Die Idee ist im Wesentlichen, wir kriegen eben die Sonneneinstrahlung, das ist kurzfällige, sichtbare Strahlung hauptsächlich. Die geht relativ ungehindert durch die Erdatmosphäre durch, wird im Boden reflektiert und wird an der Oberfläche zum Teil reflektiert. Aber sonst heizt sie die Erde auf. Jetzt muss die Erde diese Energie auch wieder abgeben, sonst wird sie immer wärmer werden, und zwar sehr schnell, das ist sicherlich nicht der Fall. Also in einem Gleichgewichtszustand müsste genau gleich viel Strahlung wieder abgegeben werden, aber weil die Erde kalt ist, ja, die Sonnenoberfläche 6000 Grad, die Erdoberfläche halt 15 Grad Celsius, also 290 Grad Kelvin. Deshalb ist diese Strahlung natürlich ganz anderer Art. Es ist eben Wärmestrahlung, Infrarotstrahlung, die können wir nicht sehen, die können ein bisschen was spüren. Aber die muss da rausgehen und diese Bilanz muss sie schließen. Ja. Und der Witz ist jetzt, durch eine Veränderung in der Erdatmosphäre, in der Zusammensetzung der Erdatmosphäre, verändern wir diese Abstrahlung, weil es gewisse Gase gibt, die eben diese, genau mit dieser Art von Strahlung interagieren. Und das sind eben die Treibhausgase. Das ist der Treibhauseffekt, das ist auch überhaupt nichts Neues. Das gibt es dieses berühmte Paper von Svante Arrhenius, Nobelpreisträger, Chemiker aus Schweden, der hat 1896 als erster berechnet, also überhaupt Überlegungen dazu angestellt, dass die Zunahme von Carbonic Acid, Kohlensäure, CO2 in der Atmosphäre, die zu erwarten ist, aufgrund der Tatsache, dass die Menschheit Kohle verbrennt, von Öl und Gas hat er damals noch nicht gesprochen, dass das eigentlich zu einer Erwärmung führen sollte, weil es den Treibhauseffekt verstärkt. Das war, er war der Erste, der das sich überlegt hat. Aber er in seiner Einführung zu dem Paper zitiert andere Leute, er sagt, Tyndall hat da darüber viel geschrieben, was eben der Einfluss dieser Gase aufs Klima sei. Und der Fourier hat schon gesagt, dass die Atmosphäre sich wie das Glasdach eines Treibhauses, ein Hothouse hier, verhält, indem es eben die hellen Strahlen, die sichtbare Strahlung der Sonne durchlässt,
aber die dunkle Strahlung der Erde, die Infrarotstrahlung, wie wir heute sagen würden, zurückhält, die von der Erdoberfläche weggeht. Also das war alles längst bekannt. Fourier hat das geschrieben 1827, ist bald 200 Jahre her. Also der Treibhauseffekt ist seit bald 200 Jahren bekannt. Die Veränderung des Treibhauseffekts durch den Menschen, das ist der natürliche Treibhauseffekt, natürlich die Veränderung. Da war Arrhenius vor 120 Jahren der Erste, der das wirklich mal angeschaut hat. Dann ist lange nicht viel passiert, weil natürlich da nicht wirklich viel zu erwarten war. Aber wir kommen dann zu den modernen Erkenntnissen auch noch. Aber im Wesentlichen geht es hier nicht auf die Details. Ich könnte da noch in die Physik einsteigen, habe noch ein paar Folien dabei, aber Zeit wird weg. Okay, also im Wesentlichen ist es so, wir haben eben den Eindruck durch die Sonne, das werden ungefähr im Mittel über die ganze Erde tauchen, nach gemittelt 340 Watt pro Quadratmeter. Das ist also Energie pro Zeit und pro Fläche, die auf die Erde eingetragen wird. Ja? Jetzt ein Teil davon wird reflektiert, direkt durch die Wolken oder auch an der Oberfläche, zum Beispiel Eis und Schnee, aber auch andere helle Oberflächen. Das sind ungefähr 100 Watt pro Quadratmeter. Das heißt, es bleiben 240 Watt pro Quadratmeter übrig, die dann wirklich quasi ankommen und die Erde aufheizen. Zum Teil direkt die Atmosphäre, zum Teil die Oberfläche. Aber das ist nicht so wichtig. Also im Wesentlichen sagen wir, das Oberflächensystem wird geheizt mit diesen 240 Watt pro Quadratmeter. Jetzt muss das auch wieder weggehen, sonst wird es wärmer. Ja? Und der Witz ist jetzt eben dadurch, dass hier Treibhausgase in der Atmosphäre zunehmen, wird diese Abstrahlung, das ist die thermische Abstrahlung der Erdoberfläche im Infraroten, nicht so leicht hier durchgelassen. Das sind nicht wirklich die Wolken auch, aber nicht nur, es ist einfach auch wirklich eben die Gase in der Atmosphäre, lassen das nicht so leicht durch und deshalb geht nicht so viel raus und wir haben am Ende ein Ungleichgewicht und das ist hier gezeigt, ja, was heute vielleicht 0,6 Watt pro Quadratmeter oder sowas beträgt. Ja. Also wir hatten es vorhin gesehen bei der Erwärmung des Ozeans, das ist eben kompatibel mit 0,5 Watt pro Quadratmeter Erwärmung der Erde. Ja, also über die ganze Erdoberfläche. Und das ist eine Menge Energie. Das passt, weil der Ozean ist das Teilsystem im Klimasystem, was 90% dieser Energie aufnimmt. Die Landoberfläche erwärmt sich auch, das Eis schmilzt, es braucht alles auch Energie, die Luft erwärmt sich, aber das ist alles viel weniger als das, was in den Ozean geht und deshalb passt das eigentlich gut zusammen. Also wir haben ein Strahlungsungleichgewicht, was dazu führt, dass die Erde einfach sich aufheizt und dadurch hier wärmer wird, dann mehr abstrahlt, bis sich dieses Gleichgewicht wieder einstellt. Ja. Aber wenn wir natürlich die Atmosphäre weiter verändern, dann kommt die Einstellung des Gleichgewichts eben nicht hinterher, sozusagen findet nicht statt. Und das ist die einzige Möglichkeit, die einzige mir bekannte, wirklich wissenschaftlich irgendwie belegbare, in dem Fall sogar eindeutig nachgewiesen, auch direkte Strahlungsmessungen gibt es und so weiter, Möglichkeit, um das zu erklären, dass die Erde sich global, nicht nur mal da ein bisschen wärmer, dort ein bisschen wärmer und so, sondern überall wärmer wird und eben um diesen doch enormen Energiebetrag. Wie gesagt, es ist mehr als 10-mal mehr Energie, als was wir als Menschen hier so produzieren. Okay. Also jetzt kommt die große Frage, wenn wir diese quasi Imbalance haben hier, das ist sozusagen, dann nennt das auch Strahlungsantrieb. Da muss man ein bisschen aufpassen, eigentlich ist es nicht ganz richtig. Das ist das aktuelle Ungleichgewicht im heutigen Zustand, in dem die Temperatur schon ein Grad wärmer geworden ist. Ja. Und deshalb auch wir schon, dass die Oberfläche schon mehr abstrahlt. Wenn wir jetzt einfach vergleichen würden den vorindustriellen Zustand mit wenig CO2 zu dem heutigen mit mehr CO2 und dann ausrechnen, wie viel macht das auf den, wie viel Strahlungsungleichgewicht würde das eigentlich verursachen, ohne dass die Oberfläche sich anpasst sozusagen, auch schon erwärmt, dann kommen eben höhere Zahlen raus. Ja. Das ist dann eigentlich das, was man Strahlungsantrieb nennt. Also dieser Eingriff durch diese Treibhausgase in diese, praktisch in dieses Gleichgewicht, wie es an der Oberfläche stattfindet, wenn man an der Oberkante der Atmosphäre
wenn man die Erdoberfläche festhält sozusagen. So, das kann man jetzt eben ausrechnen, da muss man Strahlungstransportrechnungen machen. Das ist noch nicht mehr ganz trivial, aber wird bei unserem Institut auch gemacht, nicht unbedingt jetzt für dieses spezielle Problem, was auch schon lange natürlich gut durchgerechnet wurde, aber grundsätzlich könnten wir das auch machen. Ja? Also wenn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre sich verdoppelt, das wäre dann, wir würden sehen, von ungefähr 280 vorindustriell auf 560 ppm, haben wir noch nicht, könnten wir aber in 40 Jahren oder so erreichen. Dann hätten wir einen Strahlungsantrieb von 3,7 Watt pro Quadratmeter. Das ist jetzt eben deutlich mehr als die aktuelle, das aktuelle Ungleichgewicht, aber wir haben ja auch schon 1 Grad Erwärmung, also da war eben schon was davor. Gut, es würde dann, wenn man jetzt das einfach mal so einrechnet in so eine Strahlungsgleichgewichtsrechnung, die ich jetzt hier nicht gezeigt habe, dann kommt man auf ein gutes Grad Erwärmung. Ja. Dann würde man sagen, ach ja, das ist ja nicht so schlimm. Ja, das geht ja noch, ja, eine Verdopplung haben wir noch nicht erreicht. Dummerweise haben wir schon 1 Grad Erwärmung. Ja, wieso? Was ist da los? Jetzt muss man das Klimasystem anschauen und dann kommen Rückkopplungen ins Spiel, die eben sagen, ja, wenn es wärmer wird, dann verdunstet mehr Wasser, dann habe ich mehr Wasserdampf. Und Wasserdampf ist eigentlich das wichtigste und aktivste Treibhausgas. Dann erhöht das eben die Wirkung deutlich, den Strahlungsantrieb. Es schmilzt Schnee und Eis weg, dadurch wird weniger Sonnenlicht reflektiert, deshalb jetzt noch mehr, kommt mehr Sonnenenergie rein, jetzt ist es noch wärmer. Und die Bevölkerung verändert sich, auch das ist positives Feedback, das ist allerdings nicht so gut bekannt. Und dann gibt es noch Veränderung des Temperaturprofils in der Atmosphäre, das liegt dem ein bisschen entgegen, das hebt sich bei mir etwa auf. Aber insgesamt haben wir eine deutliche Verstärkung des Effekts durch diese Feedbacks, das ist das. Da ist die Klimamodellierung schwierig sozusagen, das sind die Probleme. Aber das kommt dann eben raus, dass die erwartete Erwärmung im globalen Mittel für eine Verdopplung von CO2 bei ungefähr 3 Grad liegt. Mit einem großen Fehler, weil man diese Feedbacks nicht so genau kennt. Also da kommen einfach Unsicherheiten ins Spiel. Der klassische Range liegt zwischen 1,5 und 4,5 Grad. Ja. Entschuldigung, eine Frage, Änderung in Bewölkung. Heißt das, wenn da dann mehr Bewölkung, was wir haben? Ah, das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt eben zwei, sozusagen, also jetzt für den Klimaeffekt gibt es niedrige Wolken, hohe Wolken. Die einen, die führen eher zu einer Kühlung, die anderen eher zu einer Erwärmung, weil... also wenn man hohe Zirruswolken, die strahlen dann ab in den Weltraum bei sehr kalten Temperaturen. Und das heißt, es ist eine Verstärkung des Treibhauseffekts und die niedrigen Wolken würde eher kühlen. Also da muss man wirklich in die Details. Da ist auch ein Punkt, wo die Modelle sich nicht alle einig sind. Also da gibt es auch welche, die sagen, es geht vielleicht in die andere Richtung. Also deshalb kommen hier auch große Unsicherheiten. Weshalb dann diese Sensitivität, dieser Faktor, wie viel Temperatur bei einer Verdopplung von CO2, hat ja eine recht große Unsicherheit. Aber man kann natürlich auch aus Paläoklimadaten lernen, man kann eben auch schauen, was wir bereits haben, und dann sieht man, dass also 1 Grad kann es wohl nicht sein. Das ist eigentlich so der heute ja, allgemein anerkannte Wert. So. Okay, also Treibhausgase sind die Ursache jetzt. Wo kommen die Treibhausgase her? Ja? Da muss man zunächst mal wissen, wir haben die auch gemessen. Das ist auch etwas, was unser Institut selber auch dazu beigetragen hat, nicht direkt zu dieser Kurve, aber wir haben auch Messstationen weltweit, die betrieben werden. Das ist sozusagen der Klassiker, das ist die berühmte Kurve. Frage ich immer gerne, wer die schon mal gesehen hat, vielleicht doch mal, wer hat die Kurve schon, wer kennt sie schon. Ja, teilweise. Ja. Okay, also das sind CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre gemessen in Hawaii durch diesen Mann hier, Charles Keeling, das ist die sogenannte Keeling Curve. Und das fängt an 1958. Und damals waren ungefähr 315 ppm CO2 in der Atmosphäre. Ppm heißt Parts per Million, also 350 CO2-Moleküle pro Million Luftmoleküle. Klingt nicht nach sehr viel. Aber es ist relevant, weil das eben die Moleküle sind, die in Infrarot wirksam sind. So, und es gibt hier so ein Auf und Ab, das ist Saisonalität, das ist der natürliche Kohlenstoffkreislauf, Wachstum der Wälder auf der Nordhemisphäre im Sommer und Absterben wieder im Winter. Und aber darüber überlagert
1498. Ja, jetzt diesen Punkt noch. 1958 haben die Leute begonnen, das zu messen. Ja, ja weshalb? Einfach als Spaß an der Sache. Nein, natürlich nicht, weil sie damals schon gewusst haben, dass da ein Problem ist. Arrhenius hat es ja schon vor 120 Jahren ausgerechnet. Also der Betreuer damals von Charles Keeling, der war ein junger Postdoc, als er das begonnen hat, war Roger Revelle in den USA, Scripps Institution of Oceanography. Und da gibt es einen Time-Artikel vom Jahr 1956, ja, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, ist ein bisschen älter als ich selber bin. Und da spricht er über the Big Greenhouse und sagt halt auch, in 50 years or so, this process may have a violent effect on Earth's climate. Und wird eben zu einer Erwärmung führen. Also das wurde gemacht, weil man wusste, da ist vielleicht ein Problem. Man war damals noch nicht sicher, wie stark passiert das wirklich, oder geht das CO2 einfach in den Ozean und nicht so schlimm, ja. Jetzt weiß man es, ja, wir haben es gemessen, es nimmt zu, und zwar deutlich, es war früher so 1 ppm pro Jahr, dann 2 ppm pro Jahr, mittlerweile sind es eher 2,5 ppm pro Jahr Anstieg. Deshalb steigt es immer stärker an, weil wir immer mehr emittieren. Also wir sind heute über 410 ppm angelangt, und das ist dann doch eine deutliche Veränderung gegenüber früher. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht in die Geschichte, was... man will ja wissen, ist das natürlich vielleicht, oder woher kommt das? Dann kann man das machen, indem man aus Eis in Grönland und so in Luftblasen, die da eingeschlossen sind, extrahiert und CO2 daran misst. Auch etwas, was bei uns im Institut zum Teil gemacht wird. Und dann kann man eben diese Kurve hier, das ist die Keeling-Kurve, dann kann man die weiter in die Vergangenheit zurückverfolgen, und dann sieht man, das beginnt ungefähr bei 280. Das war also sozusagen vorindustriell erwärmten der Atmosphäre, und dann gibt es einen langsamen Anstieg, und dann geht es halt schneller, dann im 20. Jahrhundert. Und das ist nicht nur, das ist jetzt CO2, aber es gibt auch andere Treibhausgase. Das ist nochmal die CO2-Kurve. Das ist Methan, dasselbe Bild, es war niedrig und dann beginnt es anzusteigen. Und hier gab es auch so ein bisschen ein Abflachen, aber jetzt neuerdings wieder ein Anstieg. Also das ist auch nochmal, könnte man lange darüber diskutieren. Aber Methan, das sind wir, hier sind wir im Bereich ppb, also Parts per Billion. Da geht es um einen Anstieg von 700 auf 1700 mal 1800 Teile pro Milliarde. Also grob gesagt von 0,7 auf 1,8 ppm. Und hier sind wir von 280 auf 410. Also es ist viel weniger Methan. Aber Methan ist viel wirksamer, treibhausgasmäßig. Dann gibt es noch N2O, Lachgas, ebenfalls ein Anstieg, ebenfalls sehr treibhausgaswirksam, ebenfalls im PPB-Bereich, deshalb insgesamt nicht so wichtig. Also schauen wir nochmal das wichtigste Treibhausgas an, in dem Sinne das wichtigste Anthropogene, was am meisten Einfluss hat, das ist eben das CO2. Und da haben wir heute menschgemachte Emissionen von 41 Gigatonnen pro Jahr, das ist also 41 Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr. Ja. Wo kommen die her? Das ist die Geschichte hier. Es gibt eigentlich zwei Hauptquellen. Die eine ist Landnutzung, das ist im Wesentlichen Abholzung. Ja, haben wir jetzt gerade wieder bedauert, wie im Amazonasgebiet beispielsweise der Wald zerstört wird. Das setzt CO2 frei. Das war früher eine ganz wesentliche Quelle, ist eher ein bisschen zurückgekommen. Die Mangel ist relativ konstant bei irgendwo so 5 Milliarden Tonnen oder so pro Jahr. Und das andere ist halt die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, Kohle, Öl, Gas. Und das war 1960 noch nicht viel mehr als die Landnutzung, weniger als 10 Gigatonnen. Heute sind es 37 Gigatonnen, das ist halt massiv angestiegen. Und das führt dazu, dass das CO2 in der Atmosphäre sich nach und nach akkumuliert. Ja, noch kurz, wenn man das auseinander nimmt, was sind denn die fossilen Brennstoffe? Das ist, alle haben zugenommen über die Zeit, ähnlich eigentlich. Kohle ist, ne, das Braune hier ist Kohle, ist aktuell wieder das höchste. Öl war zwischendrin ein bisschen höher. Gas ist immer ein bisschen weniger, was CO2 angeht. Dann gibt es noch die Zementproduktion, die auch ein bisschen CO2 freisetzt. Ja, der Punkt noch, 1990 gab es den ersten IPCC-Report, da wurde zum ersten Mal offiziell durch eine von der UNO eingesetzte Organisation oder Gruppe von Wissenschaftlern
offiziell gewarnt, wir sollten nicht mehr so viel emittieren, sonst wird es immer wärmer. Ja, was ist passiert mit den Emissionen seit 1990? Sie sind von 25 auf 37 Gigatonnen angestiegen, also die fossilen. Ja. Brandnutzung, wie gesagt, hat sich nicht so viel verändert, aber die fossilen sind einfach weiter angestiegen, obwohl wir das seit 30 Jahren wissen. Ja. Das muss man sich einfach klar machen. So, okay, das führt jetzt zu einer Erwärmung. Ja, die beobachtete Erwärmung jetzt für den Zeitraum 1950 bis 2010, ungefähr 0,6, 0,7 Grad, kann man eben erklären mit dem Antrieb durch die Treibhausgase. Mit einem großen Fehler hier, aber ungefähr in dem Bereich. Es gibt noch andere durch den Menschen bedingte Veränderungen, zum Beispiel eben Aerosole, die auch freigesetzt werden, Schwefel, wenn zum Beispiel Kohle verbrannt wird. Das führt eher zu einer Abkühlung mit großer Unsicherheit. Und wenn man das zusammennimmt, haben wir insgesamt die menschlichen Antriebe eben in einem Bereich, der sehr gut mit der Beobachtung übereinstimmt. Natürliche Veränderungen, Sonnenaktivität und anderes ist einfach sehr klein, kann einfach das Beobachtete nicht erklären. Wenn man jetzt, also der Haupteffekt sind die Treibhausgase, und das können wir jetzt auch noch ein bisschen auseinandernehmen. Was ist es denn? Es ist eben zu 3/4 CO2, mehr als die Hälfte CO2 aus fossilen Brennstoffen, ein Teil CO2 aus Landnutzung, Abholzung, und dann der restliche knappe Viertel ist dann 14% Methan, 8% N2O. Das sind eher Dinge, die zum Teil wenigstens aus der Landwirtschaft kommen. Das Methan auch nicht nur, das Methan kommt auch natürlich direkt aus der Erdgasnutzung. Erdgas ist nichts anderes als Methan, und jedes Leck von einer Methanleitung gibt hier einen Beitrag. Wenn es verbrannt wird, dann ist es hier, dann gibt es CO2. Was besser ist als viel weniger Treibhausgas, wie gesagt. Okay, jetzt haben wir also eine Veränderung, wir wissen eigentlich auch woher. Jetzt kann man sich nochmal fragen, ja, ist jetzt so eine Erwärmung ungewöhnlich, ist das ein Problem, was bedeutet das, was können wir erwarten? Da ist es interessant zurückzugehen ins Klimasystem, in die Geschichte zurückzuschauen und versuchen zu verstehen, was kann sich da alles verändern. Das sind jetzt Klimazeitreihen der letzten 3 Millionen Jahre. 3 Millionen ist interessant, insbesondere auch weil derzeit die ganze Evolution des Menschen, der Gattung Homo, ja nicht des Homo sapiens, stattgefunden hat. Den Homo sapiens gibt es erst hier. Also 3 Millionen Jahre bis heute. Das oberste ist O18, Isotope im Eis und in Sedimenten. Das ist eigentlich der Hauptklimaindikator, den wir haben. Den kann man dann relativ direkt in eine Temperatur übersetzen, das sind Landtemperaturen, Meeresoberflächentemperaturen oder eben auch eine Veränderung des Meeresspiegels, das ist hier gezeigt. Ja. Was wir sehen ist, am Anfang ist es tappelt, ja, also das Klima hat sich immer geändert, ja, stimmt, aber das ist eine sehr lange Zeitskala. Es ist in den letzten ungefähr 1 Million Jahre sind diese Schwankungen viel stärker geworden und sie sind generell gegenüber dem heutigen Zustand, der hier quasi bei Null ist, typischerweise, wenn man die Temperatur hier nimmt, war es eigentlich meistens kälter. Also wir befinden uns eigentlich heute in einer warmen Phase, einer erdgeschichtlichen Epoche, in der es generell kalt ist und die durch Schwankungen gekennzeichnet ist zwischen einem sehr kalten Zustand mit viel Eis und einem warmen Zustand, so wie es heute oder vielleicht vorindustriell war. Also das sind die beiden Zustände. Nordhalbkugel heute, nur auf Grönland gibt es Eis. Vor 18.000 Jahren, das ist also hier in dieser Kurve, das ist hier, ne, war eben eine riesige Eismasse über Nordamerika, über Sibirien, in den Alpen überall vorhanden. Ja. Und was bedeutet das? Da war der Meeresspiegel, der heute hier bei Null liegt, da war er hier unten. Und das ist minus 130 Meter. Da war also der Meeresspiegel 130 Meter tiefer als heute, weil so viel Eis, so viel Wasser als Eis hier gebunden war. Wenn wir jetzt die ganzen 3 Millionen Jahre zurückgehen, dann sehen wir, der Meeresspiegel war eigentlich kaum je höher als er heute ist, oder jedenfalls nicht sehr viel. Wir haben nur einige Warmzeiten hier vielleicht. Und manchmal war er sehr viel niedriger, das ist klar.
Dann können wir das CO2 anschauen, das wissen wir auch zum Teil aus den Eisvulkanen. Weiter zurück ist es dann schwieriger, aber okay, das ist dann die Kunst der Wissenschaft. Das CO2 befindet sich eigentlich immer zwischen 180 und 280 ppm in den letzten 1,5 Millionen Jahren. Und dann geht es ein bisschen höher, wenn wir 3 Millionen Jahre zurückgehen, ist es vielleicht bei 370 ppm. Höher als 370 war es nie. Wir sind heute bei 410. Ja. Also wir sind heute in einem Zustand, den gab es so in den letzten 3 Millionen Jahren noch nicht. Temperaturmäßig, auch da zeigt sich, es war eigentlich immer kälter als heute. Also ich bin die Linie hier 2, plus 2, also heute ist 0 sozusagen, der Vorindustrielle wäre 0. Plus 2 ist sozusagen, das ist ja auch so eine Grenze, das möchte man nicht überschreiten. Und wärmer als das war es eigentlich auch nie. Also wenn wir 2 Grad überschreiten, sozusagen kann man sagen, erreichen wir einen Zustand, den es zumindest in der Menschheitsgeschichte noch nie gab. So. Schauen wir mal jetzt ein bisschen näher ran, die letzten 160.000 Jahre, das ist jetzt ein so ein Zyklus. Das war eine Warmzeit, sogenannte Ehen, vor 130.000 Jahren, dann war es relativ kalt und dann wurde es wieder warm. Vor 10.000 Jahren beginnt dann das sogenannte Holozän, das ist eben die Zeit, die moderne Warmphase, in der wir uns befinden und in der die gesamte menschliche Zivilisationsgeschichte stattgefunden hat. Landwirtschaft und so weiter. Okay, das Ehen war ungefähr 2 Grad, vielleicht wärmer als vorindustriell. Und es gibt Rekonstruktionen des Meeresspiegels aus dem Ehen und die sagen uns, das ist ein bisschen schwierig jetzt zu lesen, aber da ist 0 und da haben wir das Maximum, das ist ungefähr ja, 6 bis 9 Meter höherer Meeresspiegel als heute. Also wenn die Erde 2 Grad wärmer ist, dann passiert Folgendes, das Eis auf Grönland schmilzt ab, ein bisschen ein Teil auch in der Westantarktis schmilzt ab und der Meeresspiegel steigt. Es gibt Schätzungen, die sagen, pro Grad globales mittlere Erwärmung sind es 2,5 Meter. Ist vielleicht eher mehr, wenn man das hier nimmt. Das ist durchaus denkbar. Allerdings, das Abschmelzen, das geht natürlich nicht so schnell. Also das ist eine Änderung, die braucht Jahrhunderte. Wobei es auch nicht mehr so klar ist, ja, wie schnell es dann doch gehen kann. Auf jeden Fall bewegen wir uns auf den Zustand hin. Wir werden sehen, wir haben den Meeresspiegelanstieg. Da will ich noch auf eine Sache eingehen, wenn man jetzt hier die Zeit, letzte Eiszeit sozusagen nimmt, dann sieht man relativ starke Schwankungen der Temperaturen, die war vor allem in Grönland sehr ausgeprägt. Das ist nicht global, also teilweise global, aber die ganz starken Änderungen sind regional im Nordatlantik, in Grönland sehr deutlich zu sehen. Und für diese gibt es auch eine klare Erklärung und das ist Änderung der nordatlantischen Ozeanzirkulation, hier eben Ozeanzirkulation wichtig fürs Klima. Da gibt es im Wesentlichen zwei Zustände, den modernen, warmen Zustand einer Zwischeneiszeit mit einer sehr starken Zirkulation. Da kommt viel warmes Wasser aus der Golfregion, der sogenannte Golfstrom, wird weit nach Norden getragen, das Meereis weicht zurück, bringt eben Wärme in den nordatlantischen Raum und das betrifft natürlich Nordeuropa, das betrifft aber auch Grönland und Nordamerika. Der andere Zustand ist einer mit einer schwachen Zirkulation. Das Meereis kommt, rückt vor sozusagen, die Ozeanzirkulation geht nicht so weit nach Norden und nicht so sehr in die Tiefe und dann ist es eben kälter. Und diese Zustände können relativ schnell switchen, insbesondere kann es schnell von dem in den Zustand übergehen, das zeigen die Daten aus der Vergangenheit. Und das hat manche Klimaforscher, ich komme wieder zurück zu Wally Brooker, der dieses Jahr gestorben ist, den ich das Vergnügen hatte, auch persönlich kennenzulernen in einer Postdoc-Zeit in den USA, der eben über solche Dinge viel gearbeitet hat und der gesagt hat, ja, das Klimasystem, das ist ein Ungeheuer und es kann nämlich sehr schnell sehr verrückte Dinge machen und wir reizen es jetzt ja, mit einem Stock quasi, indem wir eben Veränderungen durch die Treibhausgase einführen in das System. Und das ist gefährlich, weil wir wissen nicht, wie dieses System reagiert. Es ist eben nicht so, dass es immer brav bleibt, sozusagen. Es kann auch mal was Unerwartetes passieren. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt hier. Also oft wird gesagt, ja, hat sich ja immer schon verändert, das ist ja nichts Besonderes. Das ist eigentlich kein Argument zu sagen, das ist kein Problem. Das ist im Gegenteil, das ist ein Argument zu sagen, das ist ein Riesenproblem, weil das System nicht stabil ist. Es ist eben überhaupt nicht stabil. Es kann auch verrückte Dinge tun. Ja, und die Idee, dass eben diese Zirkulation zusammenbrechen könnte und es dann kälter würde, zumindest im nordatlantischen Raum, die Idee steckt hinter diesem Film,
der jetzt auch schon alt ist, die jungen Leute werden es nicht kennen, Day After Tomorrow, Hollywood Schinken, da wo dann plötzlich New York einfriert. Ja. Okay, das wird nicht passieren, schon gar nicht in der Geschwindigkeit, aber dass die Zirkulation sich ändern könnte, ist nicht unrealistisch und eigentlich tut sie es bereits. Und das, was ich vorhin mal gezeigt habe, dass wir hier in dieser Region Kaltanomalie haben in Oberflächentemperaturen und hier warm, das spricht eigentlich genau dafür, dass genau das zurzeit passiert, dass die Zirkulation sich abschwächt. Heißt noch nicht, dass es jetzt dann völlig zusammenbricht und so, aber das sind interessante Dinge für die Forschung, an der wir uns auch in Zukunft beteiligen wollen. So, und ich habe schon viel zu viel Zeit gehabt. Noch dieses hier, die letzten 2000 Jahre, das ist eine ganz neue Rekonstruktion, dieses Jahr vor kurzem erschienen, Nature Geoscience. Im Wesentlichen haben wir eine relativ konstante, also mit kleineren Schwankungen, die regional natürlich auch stärker sein können, aber global nicht so riesig sind, vielleicht einige Zentigrad. Und dann haben wir eine Tendenz zur Abkühlung, vor allem dann seit vielleicht dem Jahr 1000 oder so. Das ist die sogenannte kleine Eiszeit, um 1600 rum, kälteste Temperaturen. Und dann den klaren Trend nach oben, das ist eben die moderne Erwärmung. Diese Form der Kurve ist bekannt unter dem Stichwort Hockeystick. Und das ist die größte Klimakontroverse, die es gibt. Also Klimaskeptiker haben sich ganz enorm auf diese Kurve gestürzt und gesagt, das kann nicht sein. Die Original davon war publiziert vor 20 Jahren von Michael Mann, einem auch sehr berühmten, nicht zuletzt deshalb berühmten Klimawissenschaftler. Das ist 20 Jahre später, viel mehr Daten. Die ursprüngliche Kurve wird total bestätigt. Es ist genauso, die ganze Diskussion hätte man sich sparen können, aber sie wird heute noch geführt. Okay, also, das ist auch verständlich im Prinzip. Das ist so eine, wir hätten eigentlich einen natürlichen Abkühlungstrend, den haben wir jetzt umgedreht. Und es geht stark nach oben. So, also wir haben Erwärmung und ich muss mich beeilen. Was bedeutet das? Es bedeutet, es wird wärmer. In Deutschland auch. Hier ist jetzt mal nicht die Temperatur gezeigt, sondern die Anzahl heißer Tage, die wir im Jahr haben. Na, früher war das hier auch hier im Rheingraben, was wirklich warm ist, hatten wir vielleicht 6 oder 8 Hitzetage mit mehr als 30 Grad maximaler Temperatur. Ja. Heute haben wir hier schon um die 20, hier in unserer Gegend 20 Hitzetage im Sommer. Letztes Jahr waren es hier in Heidelberg 44 Hitzetage in der Altstadt und 46 in der Bahnstadt haben wir selber gemessen. Der Doktorand mit mir hat hier Messlein durchgeführt. Also, das nimmt zu. Das wird auch weiter zunehmen, das ist klar. Das ist auch etwas, was Jim Hansen beispielsweise schon damals 1988 den amerikanischen Kongress davor gewarnt hat. In den amerikanischen Städten wird es viel mehr Hitzetage geben. Das ist heute so, aber gut. Okay, die Gletscher schmelzen, auch kein Wunder. Das ist Schneefern auf der Zugspitze, da ist heute nicht mehr so viel übrig. Das ist die Pasterze in Österreich, war früher eine lange Zunge, heute ist da nichts mehr, nur noch ein See. Und es gibt viele Beispiele, das ist jetzt auch wieder etwas, was von unseren Doktoranden im Institut selber aufgenommen wurde. Das sind nur die letzten 15 Jahre oder so. Ein kleiner Gletscher in Österreich und zieht sich einfach von Jahr zu Jahr zurück. Also wenn man so Aufnahmen macht, kann man wirklich zuschauen, wie es von Jahr zu Jahr weniger wird. Es gibt auch das arktische Meereis, die Meereisbedeckung im arktischen Ozean, die geht auch sehr stark zurück. Das Minimum wird immer im September erreicht, hatten wir jetzt gerade, das 18. September dieses Jahr war das Minimum erreicht, das war die Bedeckung, das Weiße, die gelbe Linie hier zeigt eigentlich das, was 1980 bis 2010 der Mittelwert war. Das ist auch nicht vorindustriell, das ist noch nicht lange her, ja? Also das ist auch nicht ein ungestörter Zustand. Aber also die Meereisbedeckung nimmt ständig ab, das zeigt sich auch hier, das ist so der Jahresgang, ja? Also im Februar, März ist es maximal, da haben wir 16 Millionen Quadratkilometer Eisbedeckung und dann geht es runter und im September ist es minimal, aber es war halt noch in den 70er, 80er Jahren, das sind hier so die hellen Kurven, da waren es halt vielleicht noch 7 Millionen Quadratkilometer, heute sind es noch 4 oder so, das ist 2019, war teilweise auf Minimalkurs, aber
bleibt jetzt doch über dem absoluten Minimum, das war 2012. Also das ist auch ein klarer Trend, der im Übrigen auch schneller verläuft, als was die Klimamodelle erwartet hätten. Dann haben wir Abschmelzen von Eis nicht nur in den Alpen und in anderen Gebirgen natürlich, sondern auch in Grönland. Da war auch dieses Jahr wieder sehr speziell. Wir hatten hier im Juli und im August oder Ende Juli zwei sehr massive Schmelzereignisse, Wärmephasen, insgesamt einfach die Fläche, auf der es zu Schmelzen gekommen ist an der Oberfläche, hat hier bis zu 50% des grönländischen Eisschilds betragen. Noch die blaue Kurve ist wiederum 1981 bis 2010 der Mittelwert. Ja? Das war also mal noch vor nicht allzu langer Zeit was deutlich weniger, jetzt sind wir doch eben schon viel weiter. Also das Schmelzen geht immer schneller vonstatten. Und das trägt jetzt bei zum Meeresspiegelanstieg. Der war schon im 20. Jahrhundert, hat ungefähr 20 cm betragen, 200 mm über die 100 Jahre und geht heute unvermindert oder sogar noch beschleunigt weiter. Wir haben heute auch bessere Satellitenmessdaten. Das ist so eine Kurve, da sind es dann eben auch schon, das sind immer Millimeter, also das sind dann auch schon 7 cm Anstieg in den letzten 20 Jahren oder so. Die Rate hier ist, wenn man es linear findet, 3 mm pro Jahr, also 3 cm in 10 Jahren oder 30 cm in 100, hier mal 20. Aber es ist nicht linear, es beschleunigt sich, es wird also schneller werden. Wir werden also in diesem Jahrhundert, da kann man eigentlich jetzt schon sicher sein, definitiv mehr als 30 cm Meeresspiegelanstieg sehen. Also das sind die Veränderungen, die wir gesehen haben. Es wird wärmer, natürlich über Land, über Meer. Das Meereseis geht zurück, der Wasserdampf in der Atmosphäre steigt an, das ist der Feedback-Effekt, die Lufttemperatur nimmt zu, die Gletscher schmelzen, ja, Schneebedeckung geht zurück, habe ich jetzt nicht gesagt, der Ozean erwärmt sich, all diese Effekte, das passt einfach alles zusammen. So, jetzt können wir auch versuchen, in die Zukunft zu schauen, aber um die Zukunft zu schauen, müssen wir natürlich sagen, okay, wir wissen jetzt, dass Treibhausgase sind der wichtige Antrieb. Also was machen die Treibhausgase? Und die wissen wir natürlich nicht, da gibt es jetzt eben verschiedene Szenarien. Es gibt das Szenario, dass es relativ nicht mehr so viel emittiert wird, nicht mehr weiter ansteigt. Und es gibt eben das Szenario, es geht so weiter wie bisher und so. Das ist dann der Strahlungsantrieb, der sich aus diesen hypothetischen CO2-Konzentrationen ergibt, die dann im Jahr 2100 geschehen wird. Das sind diese verschiedenen Pathways. Im Wesentlichen gibt's den, werden wir den niedrigen gegenüber den höchsten das Szenario vergleichen. Ja. Also es gibt die CO2-Konzentration, CO2-Äquivalent, da ist auch Methan und so weiter mit eingerechnet, umgerechnet auf CO2. Und wenn wir das annehmen, dann können wir es eben in die Klimamodelle stecken und dann kriegen wir solche Kurven, die eben sagen, es wird dann über dieses Jahrhundert vielleicht 4 Grad wärmer im Maximalfall und vielleicht auch weniger als 2 Grad, was wir gerne vielleicht erreichen möchten, wenn wir eben die Emissionen und damit die CO2-Konzentration in der Atmosphäre niedrig halten. Oder kann es nach Null bringen. Ja, und dann längerfristig kann sich das auch noch weiterentwickeln, aber das ist eigentlich braucht uns nicht so zu interessieren. Dann wird das eben zu einer Erwärmung führen, im niedrigen Szenario nicht so viel, im hohen Szenario viel. Es wird zu einer Veränderung im Niederschlag führen. Und da ist besonders interessant für uns hier in Europa, dass es im Mittelmeerraum trockener werden wird. Das ist hier nochmal gezeigt. Trockenheit, das Braune, die braunen Farben hier bedeuten eben einen Rückgang der Niederschläge und vielleicht bis zu 30% im Mittelmeerraum. Und bei einer gleichzeitigen Erwärmung um einige Grad, das ist dann schon etwas, was zum Beispiel die Landwirtschaft deutlich zu spüren bekommt. Das sind so die Erwartungen. Dann führt es auch zu einem Rückgang der Gletscher. Also hier noch ein bisschen Prognose einfach. Das ist jetzt, mal schauen, ob das geht. Nein, das geht einfach noch nicht. Okay, gut. Lassen wir es. Das ist eigentlich auch schon das Endzustand. Das ist der Aletschgletscher, der heute noch hier dieses ganze Tal ausfüllt, dieses Tal hier. Und da gibt es eben eine Modellierung davon, da sieht man, wenn wir 2 Grad Erwärmung haben, dann bleibt oben noch was übrig. Wenn wir 4 Grad haben, nicht mehr viel. Wenn wir über 4 haben, dann ist der ganze Gletscher weg. Das ist der größte Gletscher der Alpen,
Das ist ein Bild, das ich selber mal vor einigen Jahren gemacht habe. Der geht dem aus Hand zurück. Also ich glaube, ich kriege das da nicht hin, das laufen zu lassen. Ja, okay. Meeresspiegelanstieg, das klassische Bild ist das hier. Aus dem letzten großen IPCC-Report, wenn wir ein niedriges Szenario haben, sind es vielleicht 40 cm im Jahr 2100 gegenüber 2000. Und wenn wir ein hohes Szenario haben, dann sind es eher 70, aber bis zu einem Meter im Bereich der Unsicherheiten. Heute, gerade heute, hat der IPCC einen speziellen Bericht vorgestellt, wo es um Ozean und Kryosphäre geht. Und da wird das jetzt ein bisschen nach oben korrigiert, da ist jetzt das hohe Szenario schon bei 84 cm und 2100 und es wird auch mal gezeigt, was danach passiert. Und das eben mit einem weiteren Anstieg um mehrere Meter dann zu rechnen, vielleicht über die nächsten 300 Jahre. Das kommt eben daher, dass Grönland, Antarktis und auch ein bisschen die Gletscher, tragen momentan noch viel bei, in 100 Jahren werden sie nichts mehr beitragen, weil sie schon alle weg sind. Dass die halt abgestürzt. Und durch den Meeresspiegelanstieg sind dann die Städte an den Küsten betroffen. Da gibt es einige Megastädte, insbesondere in Asien. Da sind also viele Menschen betroffen. Und zwar eigentlich jetzt schon, oder 2030 erwartet man schon deutliche Unterschiede. Das ist beispielsweise Miami. Heute kann es in Miami vorkommen, dass bei ganz normalem, schönem Wetter, aber hoher Tide, es bereits zu Überschwemmungen kommt. Das ist etwas, was es früher nicht gab, heute tritt sie jährlich auf. Und das liegt eben daran, dass es wieder aus dem neuen Bericht hier, wenn halt der mittlere Meeresspiegel ansteigt, dann werden eben solche Hochwasserereignisse, Sturmfluten etc., die vielleicht nur einmal im Jahrhundert auftreten würden, werden dann plötzlich zu Ereignissen, die jedes Jahr auftreten können. Und das betrifft natürlich solche Küstenstädte heute schon und dieser Effekt wird sicherlich stärker. Also es sind so ein paar jetzt Risiken, denen wir begegnen. Die Trockenheit, die Dürre, das haben wir letztes Jahr hier erlebt, führt zu Ausfällen in der Landwirtschaft. Das war also eine nationale Sache, 770 Millionen Euro Schaden in Deutschland alleine. In Kalifornien gab es massive Waldbrände, riesige Rauchwolken. Und man sieht, die stärksten Waldbrände sind alle in den 2000er Jahren aufgetreten, in denen es eben überdurchschnittlich warm und unterdurchschnittlich viel geregnet hat. Ja, also warm war und wenig geregnet hat und dann gibt es eben. Also das sind so die Dinge, mit denen wir zu tun haben. So, und das war jetzt schon viel zu lange, jetzt gehe ich noch ein bisschen in die Politik. Ja, das müsste eigentlich noch. Geht's noch? Okay, cool, ich versuche es kurz zu machen. Das ist auch nicht mehr meine Expertise. Paris, da haben sich die Staaten geeinigt, eigentlich alle 196, dass man was machen will. Man will eben die Erwärmung deutlich unter 2 Grad halten und wenn möglich bei 1,5. Das 1,5 Grad Ziel, das gab es davor nicht. Das haben die Inselstaaten, die Angst haben, dass sie untergehen, zu Recht, die haben das da reingedrückt. Die Politiker haben denen zugestimmt, die haben wahrscheinlich nicht gewusst, was es bedeutet, aber sie haben denen zugestimmt. Ja, also das ist das Ziel, also diese Begrenzung, gibt es noch ein paar andere Dinge, gehen wir jetzt nicht darauf ein, gemacht werden soll das über diese national bestimmten Beiträge, die Nationen können alle selber bestimmen, wie viel sie machen wollen. Das war entscheidend, sonst hätten sie nicht zugestimmt. Ja. Ist aber nicht bindend und das Problem ist, wenn wir nichts machen würden, dann gehen die Emissionen hoch, ne? Und das CO2 sowieso in der Atmosphäre. Und wenn wir jetzt diese bisher von den Staaten versprochenen Maßnahmen ergreifen, diese Nationally Determined Contributions, dann geht es immer noch hoch, geht die Emission immer noch hoch und wir laufen auf 3 Grad bis 2100 zu. Wir sollten aber hier runtergehen, und zwar schnell, ja, das ist bis 2050 hier gezeigt, sollten die Emissionen massiv runtergehen, wenn wir 1,5 oder 2 Grad erreichen wollen. Und wir wollen 1,5 erreichen, weil es viel weniger Schäden gibt, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und wir können das auch noch erreichen, dazu hat dann der IPCC quasi im Auftrag der ganzen Regierungen einen neuen Bericht erstellt. Und da ist, okay, es gibt Szenarien, ja, wir erreichen 1,5 Grad ungefähr in 2040. Da können wir machen, was wir wollen. Vielleicht auch schon früher, aber wir werden es ziemlich bald erreichen.
Und wenn wir bis dahin die Emissionen deutlich runterschreiben, dann gibt es Szenarien, die da dann wieder drunter bleiben. Aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, nicht mehr als 1,5 Grad globale Mittelerwärmung zu haben. Es ist möglich, aber es bedingt, dass CO2-Emissionen bis allerspätestens 2055 auf Null gehen. Und die müssen schnell jetzt runtergehen, bisher sind sie immer noch angestiegen. Das ist eben der Challenge. Meinen Sie damit Netto Null oder? Netto Null, ja, ja, Net Zero. Net Zero, ja. Das können wir dann auch diskutieren. Das Ganze wird gerne ausgedrückt im Rahmen dieses Kohlenstoffbudgets. Das war schon eine lange Idee, um das Ganze ein bisschen zu kommunizieren. Ich glaube, mittlerweile, dank Greta und so, ist es in vielen Köpfen angekommen. Also die Idee ist, wir sind hier und es hängt eigentlich nur von der Gesamtmenge CO2, die wir emittieren, ab, was für Temperatur wir bekommen. Und wir sind jetzt hier und wenn wir 2 Grad Ziel nehmen wollen, dann können wir eben hier aus dieser Kurve ablesen, wie viel CO2 wir noch emittieren können, damit 1 Grad weitere Erwärmung stattfindet. Nur, nicht mehr. Und das ist dann dieses Budget. So viel dürfen wir emittieren, das hat IPCC nochmal nachgerechnet, für 1,5 Grad und 2/3 Wahrscheinlichkeit, das zu erreichen, sind es eben 420 Gigatonnen ab 2018. Das ist also schon vorbei und wir emittieren 42 pro Jahr, also das sind 10 Jahre ab 2018. Das sind die Zahlen, die Greta Thunberg immer gerne rezitiert. Ja? Und wenn wir 2 Grad nur erreichen wollen, ein bisschen zu denken, das reicht uns auch, dann haben wir schon noch deutlich mehr, dann haben wir vielleicht noch 28 Jahre oder heute noch 26 Jahre oder so Emissionen auf dem heutigen Niveau. Aber das heißt, wir müssen jetzt runter, damit die Summe aufgeht. Ne? Da gibt es so eine Uhr, die kann man nachschauen. Und dann gibt es eben diese Szenarien, ja, wir sind jetzt hier und wir müssen jetzt für 1,5 Grad sehr schnell runtergehen. 18% pro Jahr Reduktion ist fast nicht zu glauben, dass das möglich ist. Für 2 Grad ist es ein bisschen besser, da sind es vielleicht nur 5% Emissionsreduktion pro Jahr. Das ist noch eher realistisch. Aber der Challenge ist wirklich riesig. Er wäre nicht so groß, wenn wir hier begonnen hätten im Jahr 2000. Ja. Aber das haben wir auch nicht gemacht, sondern die Emissionen sind hochgegangen. Und eigentlich sind die Szenarien so, dass wirklich um die 1,5 Grad zu halten, so ein Szenario, das geht hier in den Bereich der netto-negativen Emissionen. Das heißt, da wird CO2 aus der Atmosphäre irgendwie entfernt. Das ist dann die Frage, wie das gehen soll und wer das bezahlen soll. Aber es könnte gehen, man kann aufforsten zum Beispiel, das ist sicherlich das Sinnvollste. Aber man kann auch technische Maßnahmen machen, also wirklich zum Beispiel Bioenergie nutzen und dann das CO2, was dabei entsteht, rausnehmen und irgendwie in den Untergrund bringen. Das ist denkbar, aber schwierig und teuer. Also dieser Weg ist sicherlich teuer. Also eigentlich sollten wir was anderes tun, da geht es eben um Energie. Und gut, das überspringe ich jetzt. Also wir haben einen Energiebedarf, der eben deutlich über dem liegt, was wir selber als Menschen sozusagen für unsere Nahrung brauchen. In Deutschland ist es so, primärer Energieverbrauch ist heute so, das entspricht 2,2% vom globalen und kommt zu 80% aus fossilen Quellen, das ist auch ein globales Mittel. Also auch auf der Welt ist es so, 80% der Energie kommt aus fossilen Öle, Öl, Kohle, Gas. Und wenn man das jetzt pro Mensch umrät, pro Kopf in Deutschland, gibt das 5000 Watt Energie, also Leistung, die jeder Person zur Verfügung steht. Und das ist eigentlich 50 mal so viel Energie, wie sie brauchen zum Leben, auch durch die Nahrung. Und es ist doppelt so viel, wie was im globalen Mittel pro Kopf emittiert wird. Also Deutschland emittiert eben, hat dort 1% der Menschen emittiert, 2% des globalen CO2. Das sind ungefähr 10 Tonnen pro Jahr und pro Kopf. Also jeder von uns quasi, wenn man es einfach aufteilt, emittiert 10 Tonnen. Das kann man jetzt eben nach, kann man schauen, ja, welche Länder sind jetzt die Bösen, und dann kann man sehen, dass China, das, der sprach das, wo habe ich jetzt die, das ist, jetzt sind meine Länder verschwunden hier. Das ist China, das ist USA, das ist Europa. Da kann man sagen, absolut ist heute China der größte Emittent, aber wenn man es eben pro Kopf umlegt, dann ist China auf demselben Wert wie die Europäische Union.
und deutlich unter zum Beispiel USA oder auch Russland, wenn ich hier pro Kopf deutlich mehr. Ja. Aber China hat halt einen riesen Anteil, weil es auch eine riesengroße Bevölkerung hat. Das ist also wenn man so ein bisschen diese Gerechtigkeitsfragen stellt, wer hat jetzt wie viel zu beigetragen, muss man auch die Geschichte sehen. Und dann sieht man, dass eben historisch Europa und USA viel emittiert haben, heute eher ein bisschen zurückgehen, auch absolut, aber eben insgesamt über die Geschichte avadiert hat sehr viel gemacht haben, während China erst in den letzten Jahrzehnten groß geworden ist, oder Indien und so weiter. Deshalb kumuliert ist immer noch die Hälfte allen CO2, was heute sozusagen in der Atmosphäre zusätzlich ist, kommt von USA und Europa. Das ist dieser Anteil. Und China hat immer noch gesamthaft gesehen einen kleineren Anteil, auch wenn es heute der größte Emittent ist. Ja, jetzt wird es wirklich ein bisschen politisch. Ne? Man muss auch darüber nachdenken, weshalb ist das so ein schwieriges Problem. Energie ist natürlich ganz grundlegend wichtig, ganz klar. Und die Energie hat eigentlich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg immer eine große Rolle gespielt in der Weltwirtschaft. Das zeigt die Kosten, die Ausgaben für Energie in Prozent des gesamten Sozialprodukts der ganzen Welt. Und das waren eigentlich immer so um die 6%. Am Anfang war es Holz, dann war es Kohle, dann war es Öl, dann gab es eine Ölkrise, da war es mal plötzlich viel teurer, ist aber wieder runtergekommen und ist heute immer noch so um die 6% der gesamten Wirtschaftsleistung der Welt geht da rein. Das heißt, Öl und Gas und Kohle zu verkaufen ist ein Riesengeschäft und es war schon ein Riesengeschäft seit über 100 Jahren und da sind natürlich massive Interessen drin und auch, das wird auch massiv finanziert. Das ist ein interessanter Bericht hier, der ein bisschen die Finanzwelt in den Blick nimmt. 2015 wurde Paris beschlossen und im Grunde sagt dieser Beschluss, wir müssen jetzt runtergehen, wir dürfen nicht noch mehr emittieren, wir dürfen eigentlich gar nicht noch neue Kohle-Öl-Reserven überhaupt erschließen, weil schon die wir haben, wenn wir das alles verbrennen, sind wir schon über das Ziel hinaus. Trotzdem werden weiterhin riesige Beträge, 600 Milliarden pro Jahr, in die Firmen investiert, die zum Beispiel eben weitere neue fossile Brennstoffe suchen und erschließen, in irgendwo bohren und so weiter. Also weiterhin wird da sehr stark investiert und sind insbesondere amerikanische Großbanken, Morgan Chase ist die größte, die da massiv reingeht. Also die Finanzwelt, die Wirtschaftswelt ist weiterhin der Meinung, wir werden weiter Öl, Kohle verbrennen und wir geben unser Geld da rein und wir glauben, dass wir damit gewinnen können. Und diese Leute sind natürlich auch daran interessiert, dass es so weitergeht. Und diese Firmen, die großen Ölfirmen, BP, Shell etc., investieren Millionenbeträge, Zehner Millionenbeträge pro Jahr in Lobbyarbeit, in politische Aufklärung, ich würde sagen Desinformation. Es gibt diese Institute, vor allem in den USA, liberale, wirtschaftsliberale Institute, die aber im Wesentlichen gegen die Klimawissenschaft und gegen erneuerbare Energien Stimmung machen. Das muss man sich einfach bewusst sein, es ist einfach so. Ja? Darüber gibt es auch Berichte von der Union of Concerned Scientists in den USA, es gibt ein schönes Buch von Naomi Oreskes, habe ich auch in meiner Liste, wo das genau gezeigt wird, wer das macht. Die Mechanismen sind dieselben, wie früher die Tabakindustrie den Leuten gesagt hat, ja, wir sind nicht sicher, die Wissenschaft ist sich gar nicht sicher, dass Rauchen wirklich schädlich ist. Ja? Weil die wollten natürlich, dass die Leute weiter rauchen. Und genauso wollen die Leute, will die Ölindustrie heute, dass wir weiter Öl verbrennen. Ja, das ist einfach so. Und in Deutschland gibt es auch Klimaskeptiker, das ist nicht nur ein amerikanisches Phänomen, das ist besonders extrem. Da gibt es EIKE beispielsweise, dieses nennt sich Institut für Klima und Energie, wieder Klima und Energie, es geht halt zusammen. Und die sagen eben, es gibt gar keinen Klimawandel und Energiewende geht gar nicht. Das ist im Wesentlichen das, was die Leute sagen. Interessant vielleicht, heutzutage ist das politisch eine relativ klare Ecke zu schleifen. Das hat eben enge Verbindungen zur AfD. Die AfD ist die einzige Partei, die auch im Bundestag genau diese Ansicht vertritt. Es gibt, glaube ich, auch andere Gründe, warum man nicht unbedingt für die AfD sein muss. Aber das ist für mich entscheidend, weil ich weiß, dass das Quatsch ist. Und es gibt auch Bücher wie das hier, Kalte Sonne,
Fritz Barnhold war sogar, oder ist immer noch bei der SPD, das ist, fragt man sich manchmal auch ein bisschen. Aber gut, und er war eben auch Vorstand von Shell, er war dann in der Energiewirtschaft bei RWE und so weiter. Ja, es gibt Interessen. Und ist aber sicherlich kein Klimawissenschaftler, aber er schreibt eben darüber, dass es gar keine Klimakatastrophe geben wird. So, jetzt aus meiner Sicht kurz, was sind denn Möglichkeiten, was kann man machen? Klar, es muss in Richtung erneuerbare Energie gehen und das Gute, das was mir Hoffnung macht, ist, die erneuerbaren Energien, insbesondere Photovoltaik oder auch Wind, sind heute nicht mehr teuer. Die sind extrem viel runtergekommen im Preis in den letzten 10 Jahren und deshalb sind sie heute eigentlich konkurrenzfähig. Das ist eigentlich das, was mir Hoffnung macht, dass wirklich jetzt so ein Wandel auch kommt, weil eben auch Wirtschaft ist. Es gibt auch Berichte, die das klar sagen, es ist absolut möglich, diese Umstellung. Ja, wir haben dann halt von heute einen sehr geringen Teil von Elektrizität im gesamten Energiebereich, Gesamtenergie, nicht nur Strom, gehen wir zu einer Mischung, die dann fast 100%ig elektrifiziert ist. Also alle unsere Energie, auch für den Transport, auch für die Wärme, wird mit Strom produziert, der Strom wird natürlich erneuerbar produziert. Und das Tolle dabei ist, wir brauchen gar nicht so viel mehr Strom. Wir können insgesamt den Gesamtenergiebedarf sogar zunächst reduzieren und dann steigt er dann wieder, weil diese fossilen Energieträger, ihre Nutzung ist total ineffizient. Ein Auto fahren mit einem Elektromotor, da können Sie die Sonnenenergie, die Sie in der Batterie haben, praktisch 1:1 in Bewegung umsetzen. Wenn Sie Öl verbrennen, kriegen Sie nur 20-30% der Energie im Öl raus für die Bewegung und der Rest geht einfach in Wärme. Das ist also ineffizient, also wir gewinnen hier an Effizienz ganz enorm ins Elektrifizieren. Und deshalb ist das möglich und das Energiesystem der Zukunft 2050 müsste dann eben so aussehen, sehr viel Solare, Photovoltaik, Wind, Wasser natürlich und die anderen Erneuerbaren und nicht mehr eben diese großen Kohle-, Öl-, Gasanteile, die wir heute haben. Das ist denkbar, alles wird elektrifiziert, Wärmepumpen, auch das ist viel effizienter, um zu heizen, als in Öl oder Gas zu verbrennen. Alles absolut machbar, noch wenn man denkt, man braucht riesige Flächen für die Photovoltaik, und dieses Bild, das ist eine sehr interessante, ganz aktuelle Studie, besonders in trockenen, heißen Gebieten, und das sind genau die Gebiete hier in den Subtropen, wo wir das größte Solarpotenzial haben, insbesondere auf landwirtschaftlichen Flächen, könnte man quasi Photovoltaik und Landwirtschaft kombinieren. Und das Tolle dabei ist, durch die teilweise Beschattung bekommen Sie besseres Pflanzenwachstum. Sie haben also mehr, Sie kriegen auch eine kleine Kühlung der Solarzellen, Sie kriegen mehr Strom, Sie kriegen mehr Ernteertrag und das bei geringerem Wasserverbrauch, alles auf einmal durch dieses Wachstum.